Nächste Wortmeldung, Abgeordneter Hermann Lipitsch. Verzeihung, zuerst meldet sich noch Hermann Lipitsch, SPÖ-Sprecher für Petitionen und Bürgerinitiativen, zu Wort. Danke, Herr Präsident. Herr Bundesminister, es ist ja zu diesem Thema 33. KfG-Novelle schon sehr viel gesagt worden. Ich möchte nur auf eines hinweisen. Wenn wir heute die Grundlage schaffen, gehe ich davon aus, und ich bin mir sogar ganz sicher, dass die Verantwortung des Bundesministers, aber auch seiner Mitarbeiter und Mitarbeiter so groß ist, um hier nicht irgendwelche Risiken einzugehen. Und es sind ja gewisse Sachen im Gesetz drinnen, das hat mein Vorredner angesprochen, es muss derzeit immer möglich sein, dass jemand eingreifen kann. Und es geht grundsätzlich darum, ein Anforderungsprofil für diese Teststrecken zu erstellen. Wir wissen ja heute noch nicht, wie funktioniert. Wir diskutieren wahrscheinlich schon seit 10 Jahren, welche Möglichkeiten gibt es. Aber es ist in der Form noch nie ausgetestet worden, wie im Verkehr das wirklich so alles genau funktioniert. Und hier ein Anforderungsprofil zu erstellen, kann man nicht sagen, in ein Gesetz gießen, das, das und das will ich haben, sondern es ist notwendig, hier wahrscheinlich alle paar Monate nachzujustieren, hier Möglichkeiten zu schaffen, um auch die Sicherheit zu gewährleisten. Und wenn man heute hernimmt, ich weiß schon, es wird schon diskutiert, wir brauchen diese Regelung fürs Auto, fürs Handy nicht mehr. Das bleibt alles aufrecht. Auch die Lenkzeiten für Lkw-Fahrer und so weiter, das bleibt alles aufrecht, alles unangetastet. Es geht rein darum, eine Grundlage zu schaffen, dass wir das testen können einmal, dass wirklich die Entwicklung ist. Und die Entwicklung bringt es, dass dann Firmen in Österreich die Möglichkeit haben, diese Produkte zu produzieren, und das haben wieder Arbeitsplätze. Und diese Grundlage sollten wir heute auch schaffen. Sagt Hermann Lipitsch von der SPÖ.